Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Mitmachprojekt hier in Jurassic World Evolution. Das Ganze heißt das große Fressen und die Regeln sind denkbar einfach. Man ist mit 10 Pflanzenfressern hier in einem Gehege, das sind jetzt zum Beispiel hier 10 Struthiomimus. Die werden dann gleich ums Überleben kämpfen, denn hier wird dann gleich ein großer Fleischfresser freigelassen, der dann Jagd auf diese machen wird. Und die drei letzten Überlebenden, die schaffen es dann weiter. Die kommen dann nämlich hier in die Mitte, in die große Finalarena. Und dort werden sich dann nach und nach immer mehr Kandidaten einfinden. Weil hier ist das Spiel dann nochmal das gleiche. Es sind zwar andere Dinosaurier, aber auch hier werden dann die letzten drei Überlebenden in die Finalarena kommen. Und hier vorne genauso. Hier haben wir Stegimolochs. Und dann haben wir hier auch noch Dryos. Also das sind unsere vier verschiedenen Dinosaurierarten. Insgesamt 40 Kandidaten heute. Also viele von euch, die in die Kommentare unter das letzte Mitmachvideo geschrieben haben, kommen heute dran. Also die Chancen stehen heute sehr, sehr gut, weil ich glaube, es waren irgendwie nur 90 Kommentare oder so. Das heißt, knapp die Hälfte von euch wird hier heute teilnehmen. Das wird super spannend. Ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht erklären. Ich blende jetzt schon mal für die ersten 10 Struthiomimus hier die Namen ein. Das sind unsere 10 ersten Kandidaten. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin gleich sehr gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Ich kann schon mal vorweg sagen, alle VIPs, die einen Kommentar geschrieben hatten, kommen heute dran. Als kleines Dankeschön, dass ihr meinen Kanal schon so lange supportet. Habt ihr euch das, denke ich mal, verdient. Das waren, glaube ich, 13 Stück. Ihr kommt alle dran, also ihr braucht euch keine Sorge machen. Ihr seid dann gleich noch in den nächsten Gehegen so ein bisschen verteilt. Aber keine Sorge, Leute. 13 Stück heißt ja, dass noch 27 Plätze an die Normalos, sage ich mal, rausgehen. Also jeder kann hier rankommen und jetzt lassen wir mal den Fleischfresser für dieses Gehege frei. Und der erste Dinosaurier, der hier Jagd machen wird, das ist ein Giganotosaurus. Der sieht ja schon mal super bedrohlich aus, deswegen kriegt er auch einen krassen Namen. Ich bin ja nie mal nach mir. Ich bin der Erste, der hier killt und Jagd machen wird. Sehr schön, da laufen sie schon alle. Allerdings kann er den jetzt noch nichts anhaben, aber das ändern wir jetzt. Denn wir schalten jetzt hier auf ein und dann geht's auch los. Bin jetzt sehr gespannt. Blutei rennt hier schnell weg und die ganze Masse auch. Also sind hier alle benannt, wir werden das gleich sehen. Er wird jetzt 7 Kandidaten töten und die letzten 3 kommen dann weiter hier in das Finalgehege. Und da wird es dann spannend. Achso, übrigens, der Letzte, der hier überleben wird, bekommt 5000 Dundee-Punkte. Also das ist Last Man Standing hier. Aber ich würde sagen, wir machen noch für den... Oh, da geht der Erste drauf. Oh nein. Gaulus Gaul hat's erwischt. Okay, das ging schneller als gedacht. Der zweite Platz bekommt noch 1000 Trostpunkte, würde ich sagen. Also 5000 für den Gewinner, 1000 für den zweiten Platz. Das ist, denke ich mal, fair. Oh, Gaulus Gaul, du Armer. Bin gleich auch sehr gespannt, muss ich sagen, wie lange das dauern wird. Also kann gut sein, dass ich hier ab und zu Cuts setzen werde. Aber vielleicht geht das jetzt auch Schlag auf Schlag. Ich kann das gar nicht einschätzen. Wir haben das ja so auch noch nie gemacht. Wo rennt er denn jetzt hin? Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Drückt euch aber allen die Daumen. Oh, ich glaube, da geht der nächste drauf. Ja. Oh nein. Wer ist es? DM Gaming. Liegt direkt neben seinem Futterspender. Und wird jetzt da gefressen. Wie das passt so aus, als wenn der Giga den Busch aufessen würde. Wäre ein lustiger Screenshot von hier. Mega nice. War leider ein bisschen zu langsam. Oh, ich glaube, jetzt geht die Jagd weiter. Oh oh. Wer ist der Nächste? Stehen viele Kandidaten bereit, aber ich glaube... Oh, noch keiner. Ich dachte gerade, Peter Potsch... Hopp steht bereit. Oder steht er bereit? Der steht bereit. Wunderschöner Skin, aber leider bist auch du raus. Es geht wirklich schnell hier. Schlag auf Schlag. Nummer 3 ist raus. Und das sieht ganz schön brutal aus. Also, noch 4 weitere Kandidaten, die hier ausscheiden werden. Es ist immer sehr, sehr klug, wenn man gerade irgendwas macht. Irgendwie schlafen oder trinken oder essen. Weil ich glaube, während man in der Animation ist, kann man nämlich nicht verspeist werden hier von dem Giga. Boah, der macht jetzt sowieso erstmal eine Trinkpause. Wer ist der Nächste? Wen sucht sich dann die aus? Die gehen jetzt alle trinken. Nutzen die Chance. Und
Niklas ärgert ihn ja auch ein bisschen. Oh oh, ich glaube, Hafen Rider steht bereit. Man sieht das ja immer schon so ein bisschen an der Animation. Oh oh. Wenn du Pech hast, bist du jetzt dran. Nee, du läufst wieder weg. Oh, du hast Glück gehabt. Das sah schon so aus, als wenn du in der Animation warst. Kann auch sein, dass sie abgebrochen ist. Oh oh. Der hier jetzt aber, ne? Jochen Heinen. Vielleicht der Nächste. Ich glaube, Dandy geht in Position. Ja, das sieht nicht gut aus für Jochen. Das war's mit Jochen. Niklas rennt noch schnell weg. Da liegt er. Wie brutal das immer aussieht. Das ist echt heftig. Ich glaube, es könnte hier gleich für den Nächsten gewesen sein. Für Dusselutz. Ja. Der ist auch raus. Jetzt wird es langsam schon richtig knapp und eng. Oh, ich glaube, jetzt ist hier der Nächste dran mit einem wunderschönen blauen Skin, nämlich Evil Dragon. Auch du wirst hier gepackt und scheidest aus. Ah, ganz schön gemein. Jetzt ist nur noch einer dran. Drei kommen weiter ins Finale. Fußballfan, Blutei, Niklas und Hafenrider. Einer von euch muss noch dran glauben. Einen werde ich noch wegsnacken hier. Wer wird es sein? Also ich glaube, für Blutei sieht es hier gerade gut aus, weil er am Fressen ist. Oh nein, der wunderschöne Blaue steht hier so. Oh oh. Fußballfan 3000. Rennt weg, schnell. Noch kannst du es tun und schaffen. Ah, oh, schade, schade, schade. Damit ist Fußballfan leider ausgeschieden. Und bevor es jetzt hier weitergeht mit dem Gemetzel, müssen wir ganz schnell hier wieder ausstellen. Einmal die ganzen Kämpfe aus. So, schnell in Sicherheit. Niklas ist der Erste, der rennt. Dicht gefolgt von Blutei. Und da kommt Hafen Rider. Die ersten drei Finalisten. Sehr gut gemacht. Lauf durch. Schnell schließen. Nein, nein. Du willst da nicht wieder rein. Gott sei Dank, das hat funktioniert. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Fuhre, würde ich sagen. Das hier sind unsere nächsten Kandidaten. Nämlich 10 wunderschöne Edmontosaurinnen. Da blende ich jetzt auch mal eben die Namen ein, die hier antreten werden. Und diese bekommen es jetzt gleich mit 2 Kanotauren zu tun. Fieser, fieser Schrei. Ich werde die jetzt aber nicht alle benennen, die Fleischfresser. Und los geht das Ganze. Ich glaube, die Kanus sind ein bisschen verdutzt, weil hier so viel Beute auf einmal zu sehen ist. Das ist wie im Paradies. Die Edmontes haben richtig Angst. Kannst auch verstehen. Die Regel ist übrigens so, da wir jetzt 2 Angreifer haben sozusagen, wenn jetzt gleich 2 Dinosaurier gleichzeitig ausscheiden sollten am Ende und dann nur noch 2 übrig bleiben, dann kommen leider nur 2 hier ins Finale. Also das kann auch passieren. Ist sehr unwahrscheinlich, aber kann passieren. Aber es sieht hier fast so aus, als wenn... Ja, Nadine hat den Kopf oben und wird gepackt, ins Wasser geschleudert und ist damit leider ausgeschieden. Oh, bitter, bitter. Ein wunderschöner Edmonto warst du. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt bist du Geschichte. Und ich glaube, dein Teamkollege im gleichen Skin scheidet jetzt auch aus. Der Mo72 wird hier auch zu Boden gebracht. Also ihr seht jetzt schon, warum das Ganze das große Fressen heißt. Hier wird mehr gehackt als überall anders. Oh, das könnte jetzt hier... Ach nee, die macht Schnackerrunde, ne? Ja, dachte gerade. Sah nämlich von der Animation so aus, als wenn die gleich gesnackt werden. Aber die haben nur gerade nach oben geschaut. Kanus sind nämlich, glaube ich, gerade abgelenkt. Aber der hier ist schon weird. Ich glaube, der wird jetzt nämlich auch gesnackt. Oh nein. Simmy. Lauf doch weg. Und da liegt Simmy. Er ist halt echt heftig, ne? Die armen Edmontos. Tut mir ein bisschen leid. Jetzt sind schon 3 ausgeschieden. Das heißt, noch 4 weitere. Und dann haben wir unsere Finalisten hier. Das geht echt schneller, als ich gedacht hätte. Wer ist jetzt hier der Nächste in dieser Masse? Jeder, der sich so auf 2 Beine stellt, ist hier wirklich in Gefahr. Der hier sieht ganz danach aus, der Elias. Ja, das sieht nicht gut aus, Elias. Der Kano steht genau hinter dir. Aber du machst auch wieder die Beine runter.
hast nochmal Glück gehabt. Ich glaube, du bist dann schon so in der Animation und die wird nochmal abgebrochen, weil da irgendwie jemand durchläuft oder so. Ich weiß nicht, wie das genau gehandhabt ist. Der nächste, der jetzt wieder so aussieht, ist der hier. Der doof macht, aber der macht wieder die Beine runter. Also jetzt gerade schlagen sie sich gut. Es dauert hier wirklich ein bisschen länger. Oh, ich glaube, jetzt könnte es hier weitergehen. Das ist Daniel. Der steht hier bereit. Und ich glaube, diese Animation wird nicht mehr abgebrochen. Nein. Er wird zu Boden gerissen und gekillt. Ist damit leider auch ausgeschieden. Wie viele haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück noch. Das heißt, 3 weitere werden jetzt hier noch ausscheiden. Der nächste könnte hier vorne gleich sein. Ja, das sieht ganz danach aus. Der Kopf ist oben. Und damit ist Yoshi-Fan Luke auch draußen. Wurde gepackt und zu Boden gebracht. Das heißt, noch 5 Kandidaten. 2 müssen hier noch ausscheiden. Wer ist der nächste, der sich auf 2 Beine stellt? Das ist jetzt wirklich entscheidend. Jetzt gerade will erstmal keiner. Oh, hier vorne. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus für eine Meinung. Oh nein. Ich glaube, das war's auch für dich. Ja, da wirst du gepackt an der Kehle. Und bist draußen. Und jetzt haben wir nur noch 4 Kandidaten. Einer muss hier noch ausscheiden. Wenn jetzt direkt ein Double Knockout kommt, dann haben wir ein Problem. Dann ist nämlich einer mehr ausgeschieden. Aber das ist dann leider so. Da kann man nichts machen. Aber erstmal fighten sie sich jetzt wieder untereinander. Einer steht schon auf 2 Beinen hier. Nämlich Elias. Oh oh. Das könnte jetzt hier tödlich enden. Ja. Elias ist der Letzte, der hier ausscheidet. Mit einem wunderschönen grünen Skin. Eieieiei. Damit ist Elias draußen. Die 3 hier sind weiter. Ich stelle schnell um hier. Nicht, dass hier noch einer stirbt. So, jetzt aber schnell. Ab dafür. Der Doofmann ist weiter. Dann haben wir Jenny und Dangerous Duo. Das heißt, 2 Mods haben es hier geschafft, sich durchzusetzen. Wir müssen jetzt hier raus. Bitte du nicht hier rein. Das wäre uncool. Ey, hau ab. Du bist nicht weiter. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich kriege das schon hin. So, ich habe das durcheinander soweit geregelt. Und jetzt kommen wir direkt zu unseren nächsten 10 Kandidaten. Die blende ich jetzt auch mal wieder für euch ein. Das sind 10 Stigimolochs. Und diese bekommen es mit einem Albertosaurus zu tun. Auch super bedrohlicher Schrei. Oh, ich glaube, es könnte es hier schon für den ersten gewesen sein. Ja, Rachel Harris wird brutal gepackt und umgebracht. Eieiei. Die arme Rachel. Und wird sogar verspeist. Du bist nicht umsonst gestorben. Du wurdest nicht einfach aus Jux und Dollerei getötet. Endest hier wenigstens als Nahrung. Oh oh, das sieht hier nicht gut aus. Der hier steht schon wieder so bereit. Madeleine. Oh, ich glaube, das könnte es für dich gewesen sein. Mit etwas Glück? Nee, leider nicht. Bricht die Animation nicht mehr ab. Damit ist auch Madeleine draußen. Oh, die Arme. Es geht jetzt hier wirklich Schlag auf Schlag. Oh oh. Der nächste ist oben hier. Ich glaube, das ist Pauli Love. Ja, das sieht nicht gut aus. Doch, die Animation wurde abgebrochen. Oh Gott sei Dank. Sah schon wieder so aus, als wenn Pauli Love hier drauf geht. Das kann man immer ganz schlecht einschätzen, gerade bei den Kleinen hier. Ist es der hier? Nee, Nuridin. Auch nicht oben. Ja, gerade ist schwierig. Jetzt dreht er erstmal ganz ab, okay. Oh, jetzt sieht es aber nicht gut aus hier. Pauli Love ist wieder so von der Position. Und ich... Nee, dreht wieder ab. Oder? Ich kann das nicht einschätzen. Ah, jetzt kommt er doch angelaufen. Ah, schade. Ich habe die Daumen gedrückt für dich. Kann man nichts machen, Pauli Love. Damit bist du leider jetzt doch ausgeschieden. Also bei den Stigimolochs ist das super schwer einzuschätzen, ob die jetzt angegriffen werden oder nicht. Und der nächste könnte der hier sein, oder? Nuridin? Das sieht ganz danach aus. Oder? Man weiß es echt immer nicht. Der wackelt hier auch immer so komisch, aber... Das sieht schlecht aus für dich, Nuridin. Ja, du wirst ja auch im Wasser getötet. Und bist damit leider auch ausgeschieden. Ich glaube, das sieht jetzt schlecht aus für Vroni.
Der riecht aber auch immer noch mal so seitlich, das ist voll verwirrend. Ja, aber Vroni ist draußen. Langsam habe ich es gecheckt, glaube ich. Oh oh. Jetzt wird's hier eng. 5 Kandidaten noch, die Hälfte ist raus. Wer wird es hier schaffen? 2 werden hier noch ausscheiden gegen den Alberto. Oh, ich glaube, der nächste ist hier Indospino. Oder? Na, es sieht nicht gut aus. Er macht wieder diese Drehung. Und jetzt geht er auf Indospino los. Und damit ist auch dieser ausgeschieden. Das heißt, einer wird hier noch ausscheiden. Und die anderen kommen weiter ins Finale. Wir haben noch im Rennen Steffen Fennemann, Olodriel, Jakob Liese und Heiko Frank. Oh, und ich glaube, das sieht nicht gut aus hier für Heiko Frank. Oh nein. Er rennt hier genau auf ihn zu. Die anderen sind alle am Fressen. Ich glaube, Heiko, du scheidest jetzt hier leider aus als Letzter. Das ist natürlich doppelt ärgerlich. Aber kann man machen, nix. Damit bist leider auch du ausgeschieden. Oh nein. Aber Leute, es haben Steffen Fennemann, Jakob Liese und Olodriel geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ihr kommt eine Runde weiter. Und damit kommen wir zu unseren letzten 10 Kandidaten für heute. Und das sind 10 Dryos. Und die übernehmen folgende Leute. Und von diesen hier werden die heute attackiert. Nämlich 2 Indoraptoren. Irgendwie wurde meine Animation abgebrochen. Aber das macht ja nichts. Also bis jetzt ist hier noch nicht viel passiert. Die Dryos sind hier noch am Lager besprechen, was sie tun können. Und die beiden Indoraptoren haben bis jetzt auch noch nicht viel gemacht. Aber jetzt geht's, glaube ich, los. Oh ja, das sieht nicht gut aus für Gameplay One. Der hat ja auch gerade mit dem Feuer gespielt, muss man sagen. Und ich glaube, dafür wird er jetzt bezahlen. Ja. Oh, wie gemein. Oh, das war ja eine fiese Animation. Gameplay One ist ausgeschieden. Ja, sieht ja richtig cool aus, die Killer-Animation. Insgesamt wird hier sowieso nur einer lebend rauskommen. Und ich glaube, jetzt ist es hier für Valilu vorbei. Nee, die Animation wurde gecancelt. Oh, Glück gehabt. Habt ihr das gesehen? Die haben sich, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen geblockt. Und dadurch wurde die Animation gecancelt. Also, es ist manchmal echt seltsam. Das kann man schwer einschätzen. Oh, das ist, glaube ich, jetzt hier der nächste Kill. René Lehmann steht jetzt hier so abseits. Ah, der Arme. Da kommt der Indoraptor. Oh, wie fies das aussieht und sich anhört. Er bricht ihn halt richtig das Genick. Boah, ist das heftig. Sieht komisch aus, was da passiert. Aber er kommt jetzt und ja. Damit bist du leider ausgeschieden. Auch dein Genick wurde zerhackt. Oh Mann, ey. Das ist echt gemein. Und ihr könnt auch nichts dagegen tun. Könnt euch nicht mal wehren. Oh oh. Das ist Grey Blue Para. Und da hinten im Hintergrund sehen wir auch noch was. Das ist Mrs. Sunstorm. Oh nein, wird das jetzt hier der Double Kill? Grey Blue Para. Lass mal versprechen. Ist leider ausgeschieden. Und auch Mrs. Sunstorm wird hier umgerissen. Und zack, da ist das Genick durch. Damit ist sie leider auch ausgeschieden. Hier steht schon wieder einer bereit. Felix Meyer. Und im Hintergrund auch. Da steht Mitchell Darkwolf. Das könnte hier wieder ein Double Kill werden. Boah, die Mauer ist hier auch wieder im Weg. Kameraführung on point. Aber das sieht echt nicht gut aus für die beiden. Ja, die beiden scheiden aus. Und damit haben wir unsere 3 Kandidaten. Sehr schön. Wir schalten schnell wieder aus. Und die 3 Kandidaten sind Maurizio hat es geschafft. Asa Ragnarok und Valilu. Herzlichen Glückwunsch. Valilu hat sogar vorhin fast erwischt und hat es jetzt doch noch ins Finale geschafft. Sehr cool. Ey, mal jetzt nicht diesen. Ich habe da schon ausgeschaltet. Hallo. Der greift ihn jetzt nicht ernsthaft an, oder? Hallo? Dinosaurier-Kampfhäufigkeit keine. Alter, der Indoraptor hat Maurizio trotzdem noch gekillt. Boah, das ist jetzt aber mies. Natürlich bringe ich dich dann nochmal wieder, oder ich erwecke dich nochmal zum Leben, Maurizio, keine Sorge. Das geht so nicht.
Und hier sind unsere 12 Finalisten. Da haben wir einmal Jakob Liese, Olodriel, Steffen Fennemann, dann haben wir Valilu, Asa Ragnarok, Maurizio der Geheimnisvolle und Dangerous Duo, Jenny und Dir Doofmand und zu guter Letzt die Strutius, das sind Niklas, Hafenrider und Ludei. Der erste Platz bekommt 5000 dann die Punkte, das heißt der als letztes überlebt und der darf natürlich auch dann am Leben bleiben, logischerweise. Da sind wir ja dann so nett. Und der zweite Platz bekommt 1000 Trostpunkte, hatte ich ja gesagt. Und auf wen die jetzt treffen, die Kandidaten, das zeige ich euch jetzt. Und im Finale treffen unsere Kandidaten auf 2 Indominus Rex. Diese sind jetzt gelandet. Und jetzt geht es darum, wer ist der letzte überlebende Kandidat? Keine Sorge, die niedrige Gesundheit, die ist irgendwo anders. Die hat hier nichts mit dem Finale zu tun. Lasst euch davon nicht beirren. Oh Mann, das wird jetzt ganz schön krass. Ich drücke euch allen die Daumen. Es geht hier um 5000 Dundee-Punkte. Ich finde das schon wieder super spannend, das Event. Ist mega cool, dass ich hier halt die Möglichkeit habe, viele von euch zu verewigen und viele von euch teilnehmen zu lassen. Das macht natürlich immer sehr viel Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier ein Vor- oder ein Nachteil ist, ob man groß oder klein ist. Ich glaube, das spielt hier nichts zur Sache. Die beiden Indominus Rex sind aber jetzt komplett still. Die machen gerade noch gar nichts. Aber hier sieht das schon ein bisschen danach aus, bei Maurizio der Geheimnisvolle, als wenn er gleich hier weggesnackt wird. Aber auch irgendwie nicht. Bin mir da noch unsicher. Oh ja, jetzt sieht es schlecht aus. Ja, da wird Maurizio gepackt. Und ist der erste Finalist, der ausscheidet. Aber trotzdem, ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß, Maurizio. Du bist jetzt sogar schon zweimal gestorben. Und ich glaube, es geht hier jetzt direkt weiter. Asa Ragnarok steht hier ganz, ganz seltsam. Und wird jetzt hier auch gepackt. Also ich glaube, Dryos scheinen hier besonders lecker zu sein. 2 von 3 Dryos schon ausgeschieden. Scheinen sehr schmackhaftes Fleisch zu haben. Oh, ich glaube, jetzt geht's hier direkt weiter. Ja, in Stegimoloch. Was ist das denn? Alles klar. Geile Animation. Steffen Fennemann wurde vom Weiten getötet. Von Magie. Leider auch ausgeschieden. Das sah ganz komisch aus. Oh, da geht der nächste down. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Schon wieder ein Dryo. Und das war Valilu. Oh mein Gott, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Also die Dryos sind hier super fix draufgegangen. Das ist bitter, alle 3 ausgeschieden. Also er scheint wirklich beliebt zu sein bei den Indominus Rexen. Jetzt gerade machen sie auch keine Jagd. Wobei das hier für Jakob Liese nicht gut aussieht. Der stellt sich nämlich schon wieder mit dem Rücken zum Indominus und bleibt auch stehen. Ich glaube, das könnte jetzt hier der erste Stegimoloch sein, der ausscheidet. Oder ist von schon einer ausgeschieden? Ich weiß es gar nicht. Sehen nur noch 2. Da muss schon einer raus sein. Oh, auch der hat eine komische Animation. Jetzt erinnere ich mich. Der ist nämlich auch durch Magie gestorben. Jakob Liese ist auch raus. Ist die Animation verbuggt oder was? Habe ich ja noch nie gesehen. Mega weird. Schade, schade. Oh. Das hier sieht auch wieder seltsam aus. Niklas. Boah, durch die Mauer. Man sieht sogar so ein bisschen. Du bist leider auch ausgeschieden, Niklas. Das ist sehr, sehr schade. Wie viele Kandidaten haben wir denn jetzt noch? Es geht hier so schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie alle durcheinander laufen. Aber ja, Ludei wird jetzt hier gepackt und zu Boden gebracht. Oh, ich glaube, jetzt geht hier der erste Edmonto drauf. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Der steht hier sehr seltsam. Das ist der Doofmand. Ja. Der wird gepackt und rübergeschleudert. Und mit einem lauten Schrei geht er hier von uns. Das heißt, nur noch 4 Kandidaten. Sehe ich das richtig? Wir haben Jenny. Wir haben Olodriel. Wir haben Dangerous Duo. Und wir haben Hafenrider. Diese 4 kämpfen hier ums Überleben und um den Sieg. Ja. Ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. Ich hoffe. Aber ich glaube,
Strutio steht hier wieder ganz komisch. Der Hafenrider, er steht bereit, um gesnackt zu werden. Das ist nicht gut. Ganz schlechtes Timing. Du hast es fast geschafft. Es geht jetzt ja schon fast um die Dundee-Punkte. Und da gehst du down. Zack. Hals lang gezogen. Genick ist durch. Kann man nichts mehr machen. Jetzt haben wir noch zwei Edmontos und Olodriel. Wer kann sich hier durchsetzen? Wer wird überleben? Wer holt die 5000 Dundee-Punkte nach Hause? Das werden wir gleich erfahren. Oh Gott. Lauft um euer Leben. Ich glaube, es ist jetzt klug, immer schön am Rand zu bleiben. Oder halt irgendwelche Animationen zu machen. Trinken, fressen, schlafen. Das Problem ist halt nur, wenn man so bedrohliche Fleischfresser im Gehege hat, dann werden diese Animationen meistens abgebrochen. Oh nein. Ich glaube, wir sehen jetzt hier wieder einen Magic Kill an Olodriel. Ich glaube, Olodriel wird hier Platz 3. Ja, das sieht ganz danach aus. Olodriel, das tut mir sehr, sehr leid. Ganz kurz vor Dundee-Punkten ausgeschieden. Und da hinten passiert auch noch ein Kill. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist der Magic Kill. Olodriel ist raus. Und da vorne scheidet Dangerous Duo aus. Wird damit Zweiter. 1000 Dundee-Punkte. Und wir müssen jetzt ganz schnell sein. Ganz, ganz schnell. Einstellung. Falsch. Sandkasten einstellen. Sehr, sehr schön. Oh, richtig, richtig gut. Damit hat Jenny das Ganze hier gewonnen. Das ging jetzt echt schnell am Ende. Herzlichen Glückwunsch, Jenny. Du hast 5000 Dundee-Punkte gewonnen und diesen leckeren Busch, der jetzt extra für dich hochgefahren wird. Und natürlich darfst du auch leben. Das ist natürlich der größte Preis. Aber, Leute, das war das große Fressen. Ich hoffe, alle Kandidaten hatten eine Menge Spaß dabei und auch die Zuschauer. Falls ihr beim nächsten Mitmachprojekt mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal in die Kommentare Hashtag Dundee schreiben. Ganz wichtig, in die Kommentare, nicht in den Premiere-Live-Chat. Das bringt euch nichts. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen zweiten Advent. Macht's gut, haut rein. Euer Dundee.